jetzt erstmal hier weiter. Und das ist hier auch so verzweigt. Hier ist es genauso verzweigt. Na gut, dann gehen wir da weiter. Dann waren wir schon richtig. Dann werde ich mal in diese erste Erzeugung hier reingehen, um die schon mal zu klären, was dort ist. Diesen Raum hier. Oh, hier wird es hell. Ist hier vielleicht Feuer? Schaut mal, da ist auch eine Fackel. Da ist eine Fackel. Und hier scheint es auch wieder Kräume zu geben. Oh ja, sehr viele davon. Na gut, hier ist auch irgendwas mit Treppe. Hier steht irgendwas mit Treppe dran. Pass mal auf. Fulminictus. Du bitte auch, Fulminictus. Machen wir erstmal. Kannst du einen Todesstoß auf den machen? Und Vorgrim kann einen, ja, einen Hammerschlag auf den hier machen. Sind echt viele. Muss man aufpassen, dass wir keine Probleme bekommen. So, du greifst mal hier an, der hat noch 30, das passt. Du greifst auch hier an, der hat 30. Wir dürfen jetzt hier nicht umzingelt werden. Aber es werden wir wahrscheinlich. So, habt ihr den erledigt? Den habt ihr erledigt? Ne, den habt ihr noch nicht erledigt. Den haben wir erledigt. Boah, Vorkommen hat hier mit einem einzigen Schlag den erledigt. Sehr gut. Dann machst du bitte nochmal einen Hammerschlag. Das kann doch gar nicht sein mit einem einzigen Schlag. Ich schau nochmal hier. Hammerschlag, glücklich. 126 Schadenspunkte, Leute. 126. Das ist ja der Hammer. Glücklicher Schlag, ja. Das war natürlich super. Okay, wir versuchen es weiter. Die macht zu dritt den hier und der Volker macht mit einem einzigen Schlag den ich dir mit dem einzigen Schlag. Das war der Hammer. So, wir machen hier einen Fulminictus, bitte. Du auch einen Fulminictus hier. Du greifst auch den hier an. Der ist erledigt. Ja, und Vorgrim, du greifst dann weiter den hier an. 48 hat er hier zumindest geholt. 37 hat er noch. Vorgrim ist umzingelt. Und der Bär hat eine Wunde, leider. Den können wir uns jetzt auch nicht drum kümmern. Weil die beiden Zauberinnen zaubern gerade schon. Aber hier haben wir nochmal einen erledigt und da kam dann aber ein Geist raus. Aber Vorgrim ist vergiftet. Du kannst eigentlich zuerst mal den Geist jetzt erledigen, denke ich. Und wie schaut es hier aus mit eurem? Der hat noch 44. Ja. Machen wir hier weiter. Du kannst nochmal einen Todesstoß machen auf den mit 44. Das passt doch ganz gut. So, sie ist auch vergiftet. Das wollen wir nicht. Wenn wir mal Vorgrim und ihn und sie entgiften. Weil da müssen wir schon drauf achten. Das ist schon wichtig. So, er hat noch 12 Lebenspunkte. Dann würde ich mal fast sagen, du gehst auch mal gegen den Geist. Und du gehst gegen den hier. Das müssen wir doch hinbekommen. Ach, das ist schon erledigt. Gut, dann gehst du auch gegen den Geist, bitte. So, da kommt der Klarumpuro. Und dann machen wir den nächsten Klarumpuro für den Zwerg. Also langsam lichtet sich das Ganze, aber es sind immer noch einige Gegner. So, das war der Geist. Lass doch mal einen Hammerschlag bitte auf den hier machen. Und du machst bitte einen Wuchtschlag auf den hier auch, wo der Hammerschlag hingeht. Und du, ihr kämpft gegen den, ja, das finde ich gut. Mal. Der ist ja schon verletzt. So, das war der Geist. 4 Stück sind es noch. Sehr gut. Kannst du noch einen Wuchtschlag machen? Ich glaube, ja. Und du machst den ganz normalen Angriff. Achso, nee, sie ist ja hier. Sie muss den Vorschlag natürlich gegen den machen. Du musst gegen den hier angreifen, okay. Aber sie ist selber auch vergiftet. So müssen wir uns demnächst auch mal wieder entgiften. Das machst du jetzt mal. Ah, es sind jetzt 2 Gegner, die gegen sie kämpfen. Das ist der Punkt. Deswegen war sie vergiftet. So, bitte den hier erledigen. Der Bär ist leider auch schon tot. 3 Gegner haben wir noch, jetzt haben wir nur noch 2 Gegner. Geht bitte mal alle gegen den hier. Der ist ja schon verletzt, der ist bei 28 Lebenspunkte. Und jetzt ist er bei 0 und dann bitte alle gegen den. Du kannst auch nochmal einen Todesstoß machen. Und du könntest, glaube ich, mal... Achso, ja, der könnte einen Bär holen, aber das machen wir danach. Das machen wir jetzt. So, perfekt. Wunderbar. Sehr schön. Schauen wir mal, was die alle dabei haben. Schmiede haben wir ohne Ende. Was wollen die denn mit den ganzen Schmiedehämmern eigentlich, diese Kräume? Kann ich uns mal einer erklären?
Und einer muss hier noch liegen, der. Da liegt auch noch einer. Ich glaube, Krea ist auch gleich voll, weil sie jetzt auch gleich ganz viele Schmiedehämmer dabei hat. So, dann verteilen wir erstmal. Die Kohle behältst du. Du nimmst das, die Metallteile, keine Ahnung, wer hat die Metallteile? Ich glaube auch er. Du nimmst die Flammen, den Stahl, den Knauf, hat glaube ich er. Gut, so machen wir das jetzt. Was auch immer wir mit den ganzen Hämmer machen wollen, keine Ahnung. So, ja, dann Armatrutz. Du bist schon wieder durch mit dem Armatrutz. Sind wir schon wieder durch. Und dann erkunden wir mal, was es hier so gibt. Lass mich hier einmal rumlaufen. Falle ausgelöst. Ich dachte doch, dass es eine Falle ist. Ich bin extra langsam hingegangen. Aber da nichts passiert ist, dachte ich mir, wird doch keine sein. Aha, hier geht es also hoch. Sollen wir schon hochgehen oder sollen wir erst den nächsten Raum uns anschauen? Ich glaube, ich gehe hoch. Ich gehe direkt mal hoch. Wendeltreppe. Ach ja, ich wollte ihn noch entgiften, den Zwerg. Das geht natürlich nicht. Und sie hat eine Wunde. Das geht natürlich so auch nicht weiter. Sehr gut. Jetzt schaut es schon besser aus. Und hier oben ist auch noch so eine Maske. Schaut mal. Seht ihr das? Lauter so Masken. Und hier geht es irgendwie weiter. Und Fledermäuse. Na gut. Werden wir nach uns anschauen. Wir gehen jetzt erstmal in die anderen Räume. Schauen wir mal, was in den anderen Räumen auf uns wartet. Wahrscheinlich ein Kampf. Deswegen werde ich auch gleich unseren Attributo wieder aktivieren. Ich möchte mal Stück für Stück erstmal die Räume hier durchsuchen. Und für Quindala sollten wir uns den Acceleratus aufschreiben, ne? Müssen wir hier einen neuen Zettel machen. Ich mache, während Krea hier zaubert. Also Krea, Quindala, Drano und Fulcrum. Und für Quindala schreiben wir Acceleratus. Auf. Sehr gut. Okay, und dann bitte den Bär noch. So. Dann geht's weiter. Hier rein. Hier geht's runter. Hier ist eine Falle. Die haben wir diesmal rechtzeitig entdeckt. Hier geht's runter. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal auch nicht weiter. Dann gehen wir erstmal weiter. In diese Richtung hier. Da waren Feinde. Ich hoffe, dass ich bald auf Sackgassen treffe. Da ist kein Groll mehr durchgedrungen. Aha, hier ist ein Stolleneinsturz. Hier geht es nicht weiter. Okay. Wir haben die erste Stelle entdeckt, wo es nicht weitergeht. Das ist doch schon mal gut. Was steht hier? Da steht doch was. Gesprengter. Wir müssen da ein Stück weggehen. Sonst kann ich es nicht lesen. Oh! Okay. Was wurde vergessen? Vergessen? Ich weiß es nicht. Ich habe es doch vergessen. Ich meinte, die Zwerge haben vergessen, dass es diesen Gang gab und dass sie mit dem Gräum in Krieg führten. Nicht vergessen. Das Wissen ist da, aber die meisten erinnern sich nicht mehr daran. Warte, wer bist du? Und weg. So, jetzt wollte ich lesen, was da steht. Da steht gesprengter Weg nach Morolosch. Ah, okay. Gesprengter Weg nach Morolosch. Gut. Ja, die Frage ist, gehen wir jetzt hier weiter? Weil hier schaut es schon so aus, als würde das nicht nach unten gehen, sondern im selben Bereich bleiben. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ich bin da einfach gespannt, was da auf uns wartet. Nee, da bin ich jetzt wieder da. Da hat die Kamera sich wieder umgedreht. Hier müssen wir rein. Da war eine Falle. Es kann also gut sein, dass hier noch eine weitere Falle ist. Ich werde hier mal noch weiter. Da steht wieder Tiefen von Kruldur, glaube ich, auf der Karte. Ach toll, da war noch eine Falle. Wir brennen, Leute, wir brennen. Ich warte mal, bis wir aufhören zu brennen. So, jetzt. Und der Armutrutz ist auch schon wieder vorbei.
Das geht immer so schnell, Leute. Das geht immer so schnell. Sieht einfach daran, dass wir gerade geredet haben. Das Reden, das braucht immer viel Zeit. Hier ist nämlich zum Beispiel auch schon der Attributo vorbei. Oder warten gar keinen? Hatten wir uns selber vergessen mit Attributo? Ich glaube nicht. So, weiter geht's. Das ist auch nochmal eine Abzweigung. Ich hasse Abzweigungen. Und hier ist eine verschlossene Wand. Okay, dann machen wir zuerst die verschlossene Wand auf. Ich habe ja gesagt, die machen wir in Zukunft immer als erstes auf. Die ist tatsächlich verschlossen. Kriegen wir auf. Wir haben ja unseren Drano dabei. Sehr gut. Wartet uns hier eine Truhe, die auch verschlossen ist. Und eine Falle. So macht er erstmal die Falle auf. Na, bin ich gespannt, was es hier in der Truhe zu finden gibt. Ich denke, ihr seid auch gespannt. Hier schaut es auch aus, vielleicht hier noch eine Wand. Schaut mal, hier geht so ein Ding weiter. Das ist komisch. Naja, aber hier geht es nicht weiter. Ach, immer noch verschlossen, er ist nicht geschafft. Nicht so auffällig. Ist nicht geschafft. Wie schwer ist das denn? Erschwert um 15. Ja, gut, das ist trotzdem möglich. Wir haben immer noch die Dietriche. Also zur Not können wir auch mal einen Dietrich einsetzen. Haben wir immerhin 12. Aber jetzt haben wir es geschafft. Oh! Schöne viele Anleitungen. Diamantschleifstein zum Beispiel auch. Talloschroms Zwergenkraja. Wer kann die denn mal nehmen? Kria, kannst du die mal nehmen? Dann werden wir die auch gleich nutzen. Sein Inventar ist auch voll, ne? Gut, dann nimmst du, glaube ich, gleich wieder so einen Schleifstein mal her. Wenn wir die jetzt in Zukunft selber herstellen können, das ist ja kein Problem. Und dann geben wir dir schon mal Eisenwalder Kurbel. Dann lernst du das mal. Ach, Mist, können wir nicht lernen? Kennen wir schon. Gut, dann geben wir das mal an irgendjemanden weiter. Dann lernst du bitte den Weidener Kriegsball. Das kennen wir noch nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Sehr schön. Schmieden. Weidner Kriegsball. Dafür brauchen wir Kohle, Keuscher, Stahl, Lederbänder, Schleifstein. Einen normalen Schleifstein haben wir gar nicht, aber können wir den herstellen? Ja, aus Sandstein und Lederbänder. Wir haben auch keinen Sandstein. Blöd. Wir haben keinen Sandstein. Der Diamantschleifstein, wie können wir den herstellen? Warte, ich mache erstmal alles und dann schauen wir uns das gleich an. Und Taloschroms Zwergenkraja. Die schaut wertvoll aus. Gut. Schmieden. Diamantschleifstein braucht Lederbänder und Diamantstaub. Oh, das haben wir. Lederbänder haben wir, glaube ich, dabei. Ne? Sie hat Lederbänder. Ja, 4 Stück. Diamantstaub haben wir auch. Sehr cool. Und dann haben wir noch Taloschrums Zwergenkraja. Da brauchen wir Zwergenstahl, Steinerchen, Kohle, Lederbänder, Gegengewicht, Diamantschleifstein dreimal. Ne, einen Diamantschleifstein. Die können wir tatsächlich sogar herstellen. Die können wir tatsächlich sogar herstellen. Hier unten. 1W6 plus 9, gar nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, dann gehen wir hier weiter und schauen, was wir hier finden. Scheint wieder ein etwas größerer Raum zu sein und wahrscheinlich sind da Gegner. Da ist doch jemand. Ein untoter Gräum. Ich sehe es doch schon von hier aus. Und da ist noch ein untoter Gräum. Ne, das ist einfach nur ein Pilz. So, dann kommt auch hier mal ein Feuerball zum untoten Gräum. Und die anderen kriegen auch was ab. Das finde ich immer sehr gut. Machen wir gleich noch einen. Und ja, und sie macht gleich den Acceleratus nochmal. Und die sollten jetzt sich noch näher aneinander bewegen. Dann kriegen die nämlich noch mehr ab. Und dann machen wir gleich noch einen. Diesmal haben wir keinen Bär dabei. Doch, ich wollte gerade sagen, der Bär ist diesmal sehr gut, dass er sich nicht so schnell nach vorne bewegt. Aber das war schon wieder. Acceleratus bitte auf Vorgrim. Und du machst einen Todesstoß. Na, nee, machst du doch nicht. Du bewegst dich bitte hierher. Hallo, jetzt steht er da. Okay, wir stehen da in der Wand drin, wir können da nichts machen. Kria, du greifst mich hier an, der hat ja nur noch 12 Lebenspunkte und du hast da jetzt einen Acceleratus. Hast du schon einen Acceleratus? Ich glaube, wir haben es abgebrochen, oder? Wir haben es abgebrochen, weil Dranor uns da irgendwie im Weg stand. So, jetzt.
Oh, was ist denn das hier? Ein Feuergeist. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, Hammerschlag gegen den Feuergeist. Todesstoß gegen den Feuergeist. Ja. Na, hätte ich das mal gewusst, dann hätte ich nicht die Feuerzauber gemacht, dass hier noch ein Feuergeist ist. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Warum kannst du keinen Todesstoß machen? Stich und ja, weg. So. Ein Feuergeist. Ich hoffe, es ist nur einer. Und er ist schon vergiftet. Er ist schon vergiftet. Ich will jetzt ein bisschen näher ran, bitte. Ich sehe ja gar nichts, was hier los ist. Okay, hier ist, sind zwei Gräumen. Ich glaube noch... Nee, zwei Gräume. Der eine ist aber schon fast erledigt. Steht da einer daneben? Du stehst daneben. Ach, du wirst immer noch den Acceleratus wirken. Komm, hören wir mal auf. Du machst da stattdessen hier mal einen normalen Wuchtschlag. So. Wuchtschlag, bitte. Ich sehe im Moment nur einen Feuergeist. Sehr gut. Die sind jetzt alle schon... Oh, wir sind alle vergiftet. Wir sind alle vergiftet hier. Kannst du noch einen Hammerschlag machen? Ich schätze mal nicht. Du gehst auch mal gegen den Kräum hier. Für den mal ausschalten können. Ja, den Kräum haben wir. Ausgeschaltet. So, können wir Gegengift machen? Ja, wir können Gegengift machen. Dann fangen wir mal an mit Gegengift bei Vorkrim. Vorkrim, du nimmst die Pastillen. Drano, du kämpfst gegen den Feuergeist. Und du machst bitte einen Fulminictus gegen den Feuergeist. Wir brauchen dringend den Feuergeist. Wir müssen dringend den Feuergeist jetzt erledigen. Kräume und Feuergeist, wie fies. Zwei Kräume hier. So, das war das Gegengift. Ja, das wird nicht viel bringen. Da mache ich jetzt, glaube ich, lieber einen Fulminictus gegen den Feuergeist. Sie hat zwar nicht viele Zauberpunkte, aber ein paar hat sie schon. So, das war von ihr. Da machen wir gleich nochmal einen. Du schlägst hier zu. Du auch. Feuergeist ist bei 93, okay. Der Bär ist jetzt, glaube ich, hier im Kampf gegen den Kräum. Gut. Krea, du kannst einen Wuchtschlag machen. Eieiei. Wo ist der Feuergeist? Hier. Den Feuergeist aus der Bahn geben. Das Gute ist, wenn der stirbt, müsste, glaube ich, auch müssten auch die Kräume, glaube ich, Feuer fangen. Du hast hier keinen Heiltrank mehr drin. Ich setze ihn mal hier unten rein. Wir müssten hier einen Heiltrank nehmen. Der Feuergeist ist es jetzt, den wir erledigen müssen. Wenn wir den erledigt haben, dann wird der Rest einfach. Gut, der Bär ist fast tot. Das ist natürlich nicht so gut. Wir brennen hier, aber nicht, weil wir den Feuergeist schon erledigt haben. Nein, nicht, weil wir ihn erledigt haben. Okay. Du nimmst den Heiltrank, das passt. Seht auch schon wieder 6 Astralpunkte, aber es reicht noch nicht. So, der Feuergeist ist bei 33. Hast du den... Ach, Mist, er konnte den Heiltrank nicht mehr rechtzeitig nehmen. Okay, jetzt gehen wir alle gegen den Feuergeist. Ich versuche den Bären auch mal gegen den Feuergeist zu holen. Und du, ja, ist die Frage jetzt. Ich glaube, wir warten, dass wir einen neuen Bären holen können. Vielleicht kannst du einen Zaubertrank nehmen. Sie hat im Moment keinen. Ich glaube, im Inventar hat sie einen. Ja, ich versuche es einfach mal so hinzubekommen. Ich habe ja gespeichert. Der Feuergeist läuft jetzt weg. Der Bär ist tot. Wo ist denn der Feuergeist jetzt hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Der ist umgefallen. 10 Lebenspunkte hat er noch. Kommt. Ja, sehr gut. Aber jetzt haben wir natürlich Schaden bekommen. 8 Erfahrung, aber Schaden bekommen. So, sie hat ein bisschen Zauberkraft. Das reicht aber natürlich nicht für einen Bären. Aber wir können, denke ich mal, alle gegen den Kräum gehen. Die Frage ist, gegen welchen Kräum? Gegen den da. Es sind nur noch 2 Kräume, glaube ich. Nee, 3. Da ist noch einer. Okay, wir gehen alle gegen den Kräum. Und du kannst tatsächlich sogar einen Hammerschlag machen. Sehr gut. Lebenstechnisch schauen wir gut aus, bis auf Gwendala. Die kann aber auf sich selbst einen Balsam machen. Aber nur einen Balsam 1. Das passt mir nicht so gut. Da warten wir noch ein bisschen. Ich hoffe, dass wir die Kräume jetzt einfach erledigen und dann war es das. Ja, den haben wir nämlich zum Beispiel erledigt. Dann geben wir alle... Oh, es sind doch noch 3 Kräume hier. Okay. Es ist doch noch mehr, als ich gedacht hätte. Inzwischen ist es ein Balsam 2 geworden, aber ich warte trotzdem noch ein bisschen ab. Wir gehen jetzt alle mal gegen den Kräum. Ich hoffe, dass wir das jetzt einfach schaffen. Ja, das war gut. Das war gut. Komm, schnell. Nochmal. Sehr gut. Und jetzt gehen wir alle gegen den.
Und jetzt kannst du einen Balsam 4 machen. Sollen wir das jetzt überhaupt noch machen? Eigentlich nicht so sehr, oder? Wir machen lieber einen Fulminictus, glaube ich, gegen den. Ich glaube, das bringt uns mehr. Und du machst einen Clarum Purum auf sie. Und Vorkam greift hier an. Oh, da ist ein Geist entstanden. Das ist schlecht. Das hätten wir uns jetzt sparen können, eigentlich. Nicht so besonders toll. Egal, wir machen weiter. Du kannst einen Wuchtschlag machen. Zack. Vorkrim greift einfach normal an. Wir haben immer eine Chance, dass 50% Chance, dass wir ihn umschmeißen. Sehr gut, den haben wir. Und dann macht ihr einfach den Geist, glaube ich, als nächstes. Der ist jetzt gefährlich. Weil er uns ja blitzen kann. So, und jetzt haben wir nur noch einen Kräumel. Jetzt schaffen wir es. Jetzt schaffen wir es. Das ist jetzt kein Problem mehr, denke ich. Heieieiei. Jetzt kommt. Gut, wir haben ihn umgeschmissen. Wunderbar. Umgeworfen kann sich nicht verteidigen. Und das war's. Perfekt. Puh. Hier muss noch irgendwo ein Gegner sein. Nein, Dranor kommt jetzt hoch. Ich dachte, weil Dranor nicht aufgestanden ist, dass hier noch ein Gegner ist. Aber ist offensichtlich nicht der Fall. Sehr schön, vergiftet sind wir. Das müssen wir auch noch erledigen. Gut, und dann schaue ich mal, was die so bei sich haben, die Kräume. Verteile das dann natürlich entsprechend wieder. Diamantstaub brauchen wir für diesen Diamantschleifstein, glaube ich, ne? Sehr gut, dann verteile ich die Sachen. Das geht an ihn, das geht an ihn. Die Kohle behalten wir selbst. Das geht an ihn und das auch. Okay, und das Gold geht auch an ihn. Okay, das passt soweit. Wir schauen mal, was es dann da oben so gibt. Ja, ich schau mal schnell, weil irgendwas muss ich. Für irgendwas muss das ja gut gewesen sein. Hier ist ja immerhin ein Lager. Da geht's da hoch. Ich speichere erstmal kurz. Ich habe nämlich Angst, dass hier immer noch Gegner sind. So, hier ist eine Truhe. Und da drüben ist, glaube ich. Da drüben ist, glaube ich, nichts. Ja. Wir werden uns das in der nächsten Aufnahme anschauen. Ich mache jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause. Und dann werden wir in der nächsten Aufnahme schauen, was hier in diesen Truhen ist. Erstmal ganz kurz hier noch. Die Wendeltreppe, ja, und dann müssen wir hier noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Schaut so, schon so aus und hier wird es auch noch weitergehen. Und die Wendeltreppe führt uns nach oben, was auch immer dort dann auf uns wartet. Und dieses Lager scheint doch größer zu sein, als ich denke. Aber ich, ja, hier wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Hier wird eine Truhe sein, die haben wir schon gesehen. Und hier steht vielleicht auch noch eine Truhe oder sowas. Gegner glaube ich nicht, sonst hätten die uns angegriffen. Also es sind hier noch einige Sachen, die wir erkunden können. Und das machen wir dann zusammen in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, werft euch auf den Like-Button. Würde mich natürlich sehr freuen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Valete, sagt euch euer Professor Fantasy.